Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Für heute haben wir eine Ratsmission, Operation Spitzer Kronprinz. Ja, tatsächlich, der Name ist wahr. Wir sollen VIP evakuieren und bekommen dafür einen Wissenschaftler und 114 Informationen. Setze Kurs auf die westliche USA. In der letzten Folge haben wir die Geheimeinrichtung angegriffen. Jetzt haben wir noch ein paar verletzte Soldaten, die nicht zum Einsatz kommen. Vor allem unsere drei stärksten, unser Power Ranger Team und Elaria. Das heißt, da müssen wir mal ein bisschen mit dem B-Team rein und denen ein bisschen Experience verschaffen. Bringt zwei Grenadiere mit, Ed und Euron. Ich bringe Brienne mit. Ich brauche ja auch einen Ersatz als Ranger, das ist dann Arya. Und wir bringen auch Ygritte mit als Scharfschützen. Und jetzt haben wir noch einen Slot offen. Also mal schauen, wen haben wir da? Ja, aus meiner Sicht entweder Varys oder Myrcella. Aber da würde ich tatsächlich lieber Myrcella mitbringen, weil die hat in ihrer ersten Mission so dermaßen überzeugt. Die will ich wiederbringen. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir hier noch? An Gegenständen. Medikit passt. Gut, bei ihr, denke ich mal, geht noch der Schädelstecker ab. Ah, und das Mimic-Beacon haben wir auch noch offen. Okay. Mimic Beacon bringt Arya mit. Und. Genau, die Blinkgranate, die bringt dann Myrcella mit. Auf geht's, den Spitzenkronprinzen holen. Notrufsignal aus diesem Gebiet empfangen. Einen Code des Widerstands. Wir rücken aus und führen eine Notextraktion durch. Wir müssen das Gebiet sichern und die VIP zum Extraktionspunkt bringen. Achten Sie auf Feindkontakte. Firebrand bringt uns in den kommunalen Bereich von San Francisco. Operation wiederhole ich jetzt nicht, wie sie heißt. Wir müssen einen VIP evakuieren. Das könnte jetzt so eine Begleitmission sein. Also die sind dann eher die einfachere Art. Und den VIP sowie unser Team am Schluss evakuieren. Ich glaube, Schwierigkeitsgrad war schwer. Gehen wir davon aus, dass wir vier Truppen treffen werden. Ich habe jetzt tatsächlich vier Tage Pause gemacht. Ich hoffe, dass ich nicht zu eingerostet bin. Das ist immer gut, wenn man doch ein paar Folgen schon mal vorproduzieren kann. Schicke Zielkoordinaten. Sichern Sie die VIP und begeben Sie sich zur Evakuierungszone. Advent weiß bereits, dass wir hier sind. Ihr Evakuierungspunkt ist also nicht verborgen. Okay, was wissen wir? Wir wissen jetzt schon mal, dass ganz hinten eine Gruppe mit Motoren und zwei Elite-Truppern wartet. Wir sind nicht verborgen, es ist tatsächlich eine Begleitmission. Die auf einen Zug hier hochzuziehen. Ich denke mal, wir werden vielleicht komplett oben drüber gehen. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Ziehen wir mal Euron gleich bis hierher. Mal schauen, ob das was auslöst. Nein, das löst nichts aus. Das heißt, wir können alle hier hochziehen. Rolling out. Alles klar. So, noch Edmure. Ja, Brienne ist auch noch übrig. Jetzt fast übersehen. Okay, dann sind wir schon mal oben.
Dann geht es eigentlich nur noch über das Haus drüber zum Extraction Point. Trotzdem gehe ich davon aus, wo ist der? Ah, doch noch ein Stück weiter hinten. Dass wenn ich jetzt gleich Euron hierher ziehe, dann werden wir sicherlich die erste Gruppe gleich mal aufdecken. Muss so sein eigentlich. Oh, nett, wie geht das? Okay, das ist jetzt eher ungewöhnlich. Mycella. Und machen wir Mycella hier hin, dann deckt die vielleicht links eine auf. Auch nicht. Okay. Really? Okay, decken wir mal hier hin. Ich bin jetzt aber schon ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Stellen wir den Rest einfach ins Freie. Ja, genau, Brienne. Wo bist du? Na ja, gut, sie kann dann gleich hierher gehen. Ich denke, das reicht erst einmal für die Runde. Und da hinten haben wir jetzt dann doch was. Ganz kurz einen Lebensbalken gesehen. Und zwar hier hinten. Okay, da gehen wir mal auf Overwatch. Vielleicht kommt die Gruppe. Wenn wir ein paar Schüsse kriegen, wäre das nicht so verkehrt. Und da kommen sie. Centurion, Sektoid und... Noch ein Sektoid? Zwei Sektoids, tatsächlich. Gut, Centurion hat gleich mal abgekriegt. Euron. Jawohl. Plus Shredder. Erstmal nur zwei Treffer. Aber... oder ins Haus gehen. Jo, also den Platz finde ich schon mal sehr gut. Ja, der ist mal definitiv Ziel Nummer 1. Der hat uns in der letzten Mission ja einiges an Ärger. So, vorbei, gut. Wo haben wir denn? Ed? Wie weit können wir ihn ziehen, um noch schießen zu können? Ja, okay, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, nach unten zu gehen. Aber von oben, das ist natürlich schon viel feiner, gell? Ed? Was hast du auf den Centurion? 62%. Ja. Zumindest Holo-Targeting drauf, falls er nicht trifft. Ja. Aber den kriegen wir 100%ig in der Runde. Wenn wir Arya hier hinbringen, heißt das eine weitere Gruppe. Das könnte nämlich super sein. Und das möchte ich mir jetzt gerade noch ersparen. So, gut. Müsste genau blitzschnelle Hände haben. 100% auf den Motoren, sehr gut. Aber das bringt uns eigentlich gar nichts. Dann lieber die blitzschnellen Hände hier drauf. Und den dann ganz normal. Ja, das bringt irgendwie nichts. Ja, vorher lieber einen Scheider drauf. Oh, schön, in den Sektor 3. Nice. So. Ach, hier haben wir sogar Cover. Gehen wir Arya mal den Kill auf den Dicken. Dann, nice. Das wäre natürlich noch schön. Okay, da sind wir im Feuer. Ah, 77% von hier. Aber den könnte man natürlich auch mit einer Granate abbestellen. Müsst ihr klappen von hier. So, drehen runter. Da gehen wir auf Nummer sicher, dann nehmen wir nichts anderes in Kauf. Explosion! Jo, Explosion. Und einen Mann zerrissen.
Mesella. Hierhin. Wahrscheinlich kriegt sie aber keinen gescheiten Schuss nicht ab auf den da. 49% ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Dann machen wir Feuerschutz. Auf Edmure. Können wir den auch nach unten bringen? Und hier unter Full Cover. Ja, das geht. Was hat er vor? Spirenzchen hat er vor. Das orientiert uns Aria. Was macht denn da so Gaudi? Welcher Alien? Warum hat sie jetzt 4 Schaden bekommen? Ist der von oben irgendwas auf den Kopf gefallen? Tatsächlich. Das kennt man jetzt aber leider nicht. Das ist jetzt gerade bitter. Ich sag's ganz ehrlich, ist mir jetzt unklar, was da passiert ist. Ach, den Schaden hat. Ach, sie ist von oben runtergefallen. Oh! Hier ist der Teil abgebrochen. Es war gar nicht Brienne. Na, wie unglücklich ist das denn? Okay. Das heißt, wir sollten Aria da auch ganz schnell wegbringen, bevor die nach unten fällt. Ed. Wow. Einmal vorbei. Aber immerhin Holo-Targeting. Das reicht ja eigentlich. Da sollte man doch genug Schüsse zusammenbringen, um den loszuwerden da. So, schaut gut aus. Okay, Aria geht auf jeden Fall mal runter. Ja, wir schauen erstmal, wie wir den jetzt da loswerden. Ygritte. Order's confirmed, on the move. Mit der Pistole zum Kill. Aber leider die andere Advent Troop aufgemacht. Ich hab schon befürchtet, weil wir so wenige Gruppen bisher gesehen haben. Natürlich beschissen. Das heißt, sie geht erst einmal in Deckung. Hier haben wir die Blendgranate. Die würde ja ganz gerne irgendwie loswerden. Aber ob wir die so weit schmeißen können, befürchte ich jetzt nicht. Finstern, oder? Ist irgendwo im Dunkeln. Okay. Tout de suite. Okay, da wird man nur die Desorientierung abbauen. Lieber Gremlin-Heilung auf Secret. Gremlin, soins médicaux. Hier gehen wir in Deckung. Und das Weasel. In Deckung. Geht auch in Deckung. Und dann schaffen wir heute halt den nicht derweil. Der geht natürlich hier hinten in Deckung. So, schauen wir mal, was hier passiert. Das ist ja jetzt gar nicht so lustig. Der Sektor wird nach hinten wegrennen. Oder er schießt nach oben auf Ed. Wow. Der markiert uns Ed. Nein, er markiert Brienne hinter Full Cover. Und schießt auch noch auf sie. Daneben. Oh, das Auto brennt. Da müssen wir aber ganz schnell weg. Okay, er macht Shenanigans. Und wo ist der dritte?
ist irgendwo da hinten, okay? Der geht in Overwatch. Alles klar. So, was wir jetzt hier auf jeden Fall brauchen, wir müssen dringend von dem Auto weg. Und wir brauchen einen Schuss auf den da hinten, der uns... der uns hier das Overwatch bestellt hat. Jawohl, sauber. Overwatch ist weg. Stehen natürlich auch alle so weit auseinander, dass Bomben irgendwie gar nichts bringen. Wird ihnen das zerreißende Auto irgendwas wehtun? Ja, wir wissen es nicht. Ehrlich gesagt, will ich es nicht riskieren. So, Aria muss auf jeden Fall weg. Ed. Da oben. Auch mal weg. Nicht, dass uns das nach unten wieder wegbricht. Und was kann er? Kann er Splittergranate schmeißen? Die trifft maximal. Okay, die wird die 2 treffen. Okay. Jetzt wollen wir mal sagen, es passiert nichts auf den. Dann schmeißt Euron auf die. Marcella. Okay. Die schmeißt die Blendgranate auf jeden Fall. Sollte so nahe hingehen eigentlich nicht. Wie kann ich denn da irgendwie sinnvoll die Blendgranate ins Ziel bringen? Die 2. Den da hinten nicht. Vielleicht schaffen wir aber den da den einen noch abzubauen. Was haben wir denn da noch? Das sind noch 50%. Das Wiesel. Wo kann sich das hinstellen? Da ist aber überhaupt nichts. Ah, das Wiesel brauchen wir fürs Mimic Beacon. Alles klar. Wir machen es mit Mimic Beacon, genau so machen wir es. Wir machen es mit Mimic Beacon, genau, nicht mit Blendgranate. Okay, Mimic Beacon, irgendwo hin, wo es jemand sieht. So, und jetzt haben wir noch ein paar Optionen. Jetzt können wir natürlich Marcella auch nach vorne ziehen. Begebe mich zum Ziel! Oh, 2 Sektor jetzt. Das gibt's ja gar nicht. Hier wieder Chain Pulling. At its best. Und Gott sei Dank sind wir den los. Bestätigter Abschuss. Und Beförderung für Marcella. Was haben wir noch? Brienne haben wir noch. Heilung. Red. Oh, rendiert sich das eigentlich nicht. Kann sie schon mal hier hingehen? Und Edmure ziehen wir auch nach. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, dass die 2 Trooper auf das Mimic Beacon gehen. Okay, also ihnen ist mal nichts passiert, aber leider hat er kein Cover mehr. Jetzt hoffe ich trotzdem, dass sie auf das Mimic Beacon gehen und nicht auf Euron. Ja, sie gehen auf das Mimic Beacon. Waren das 7 Schaden? Okay. Und er stellt sich hier in Half Cover und baut's ab. Gut, jetzt sind natürlich die beiden Sektor jetzt sind offen. Die können jetzt machen, was sie wollen. Jeglichen Schäden gehen natürlich einbezogen. Der belebt einen wieder. Genau. Also er ist Target Nummer 1 für uns in der Runde. Und
Er schießt auf Jungen wahrscheinlich, oder? Na? Er versucht irgendjemand zu übernehmen, desorientieren. In Panik. Brienne ist in Panik. Na, Brienne, gib doch mal einen Schuss ab. Zum Beispiel auf den, der da steht. Schade. Der war das, oder? Der hinten war das. Den wir unbedingt erwischen wollen. Oh, der hat 93% auf den hier. Warum nicht? Das soll man doch sofort ausnutzen, oder? Wow! Also nicht nur angeschossen, sondern gleich erledigt. So machen wir das. Hostile terminated. Sella. Vielleicht brauchen wir aber die Blendgranate. Dann würden die jedoch schießen. Jetzt kann ich, ob ich Schießen unbedingt haben will. So, jetzt kann sich aber Euron hier hinter wieder verstecken. Nachdem das Ding eh schon in die Luft gegangen ist. Dann kann seine letzte Granate vielleicht in die beiden Sektoren schmeißen. Sehr gut. Die stehen auch jeweils neben so einem Teil. Wer weiß, vielleicht kann man irgendwie verhindern, dieses Cover hier wegzumachen. Nein, leider nicht. Also diese Leinwand oder diese Leuchtreklame. Schade. Aber Euron, mach mal sonst alles kaputt. Was haben wir hier? Ein Schwerthieb. 6 bis 8. 6 bis 8. Nicht schlecht. Schauen wir mal, was man mit so einem Schwerthieb alles ausrichten kann. Zum Beispiel den töten. Und gleich noch den Loot einstecken. Jawohl, du kannst. Oh, was ist denn da? Schön, Laservis hier, schön, kann man immer brauchen. Beförderung für Arya. So, jetzt haben wir noch Ygritte, 82% oder 82% hier. Ich glaube, den lassen wir stehen. Beziehungsweise, ich glaube, den werden wir blank granatieren. Ist zwar nur einer, aber ich habe keine Lust, dass hier Ygritte zu hart einsteckt. Brienne zu hart einsteckt. Er versteckt sich. Und hier haben wir 82% immerhin. 6 bis 8, das kann auch mal Komplettabbau bedeuten. Zum Beispiel so. Schön, Ygritte. Toll gemacht, Team. Aus recht schlechten. Was ist jetzt? Ah, jetzt. Okay. Jetzt wird er sich irgendwo hinbewegen. Desorientiert. Ich würde sich fragen, was mache ich? Und er schießt natürlich auf Brienne. Bietet sie auch an. Aber vorbei. 55% hat er gehabt. Aber gut, dass wir hier die Granate eingesetzt haben. Puh. Absolut gut. Oh! Boah, das war natürlich vollkommen korrekt, dass das passiert. Aber Arya in Panik gleich mal den Typen hier zerlegt. Fast. Jetzt können wir auf jeden Fall nach vorne rennen. Müssen wir auch. 6 Runden haben wir noch. Wir wissen, dass da noch eine Gruppe oben steht. Die wollen wir aber nicht in der Runde prügeln, wenn es nach hier oben geht. So, gehen wir mal mit Sella den Kill. Gut, der ist weg. Ziel ausgeschaltet. So, jetzt ziehen wir mal alle nach. Arma pronta.
Andiamo. Hier können wir gut nachladen. Rock'n'Roll! Auch hier müssen wir nachladen. Naja, haben wir uns wieder ausgeschossen. Edmure Zimmer. Hier hin. Hey Grid. Good copy, Ed. Moving on target. Okay, Ed, geht nur bis daher. Und wir werden auf jeden Fall hier die Heilung auf Aria durchziehen müssen. Das war natürlich. Eigentlich war es wichtig, dass sie den Sektor getötet hat. Aber dass natürlich das Ding dann neben ihr explodiert, war eigentlich auch klar. Und hier gehen wir. Schauen wir mal schnell, was wir da haben. Kartenalarm. Desorientierung, Ablenkung. Gehen wir einfach mal eine Runde Feuerschutz. Jetzt haben wir noch 6 Runden Zeit, da hochzukommen. Eine Runde noch. Sollte klappen. 5 Runden haben wir noch. Okay. So, langsam vor. Ich gehe doch voraus, wenn wir bis hierher gehen, und dann pullen wir die auch schon. Gehen wir mal noch langsamer vor. So, schauen wir mal. Wenn das kein Pull ist. Edwin ist hier. Schon, aber wo? Ich sehe keins. Upp, da sind sie. Das waren die, was wir vorher gesehen haben. Alles klar, Mutton und 2 Elite Trupper. Wir haben alle schon verbraucht, was uns irgendwie nach vorne bringt. Was schlecht ist. Man hätte noch irgendwie mit einer Granate, aber die hätte zumindest noch eine Granate. Ja, das ist da schon mal was, was uns schon nach vorne bringt. Kann man vielleicht. Ah, da kommt natürlich so weit nicht, oder? Aber exakt so weit kommt er nicht. Aber egal. Wäre schon gut, wenn wir zumindest den Mutant loswerden würden. Indem wir ihm die Deckung einfach wegnehmen. Und er freiwillig für alle anderen jetzt ist. Haben wir natürlich überhaupt keine Deckung nicht. Natürlich auch nicht lustig. Dann müssen wir jetzt hier in Nova Half-Cover rennen. Wir rennen schön in den rein, aber nur minimal Schaden mit 5. Wie hat er noch? 6, 7 hat er noch. Er steht natürlich ganz schlecht. Hier müssen wir auf jeden Fall noch wegziehen. Sehr schön. Ziel getroffen, minimale Munition. Okay. Okay. 2 Schüsse, das sollte reichen für den Motor. Reicht für den Motor. Kill confirmed. Warum nicht? Die kriegen jetzt sowieso lauter Schüsse auf Half-Cover-Leute von uns. Schüsse müssen wir jetzt sowieso einstecken. Gehen wir mal davon aus, dass einer vorbeigeht und einer trifft. Positiv denken. Oh, okay. Geht in Overwatch. Und der auch. Das ist natürlich jetzt nicht verkehrt. Irgendwo haben wir da 100% noch Granaten. Hier haben wir eine. Die kommt natürlich nie bis davor. Okay. Wo haben wir noch eine Granate? Die Grid hat eine Granate. Und trifft die den? Okay, das ist nicht wahr, oder?
Okay, mal schauen, ob wir sonst noch irgendwo eine haben. Nein, dann müssen wir jetzt Folgendes machen. Wo ist sie denn? Ah, Marcel ist da vorne. Ach, sie hat ja noch nicht einmal Gefechtsprotokoll. So, sie hängt so weit in ihrer Entwicklung hinterher. Okay, dann macht jetzt Ed Folgendes, dann geht jetzt Ed of Suppression und nimmt den schon mal in Overwatch weg. Gut. Und da müssen wir halt versuchen, über Treffer den Overwatch wegzunehmen. 60% Chance. Sehr schön. Ist auch der weg. So, jetzt soll es kein Problem mehr sein, die alle auszuschalten, oder? Marcella kann nämlich den recht einfach ausschalten. Der hat noch 5 Leben, das heißt, wenn sie trifft. Genau. Und um zu treffen, hätte ich natürlich sehen müssen, dass sie nicht nachladen muss. Respekt mal wieder. Der hat nur ein Leben, okay. Wir haben noch 3 Leute, die treffen können. Der hintere wäre natürlich viel wichtiger. Der da. Deswegen würde ich mit dem zu treffen. Jawohl. Haben wir den Fehler wieder ausgemerzt hier mit Marcella. Jetzt haben wir noch sie hier. Wenn wir sie ein bisschen näher bringen, haben wir natürlich eine höhere Chance zum Treffen. 65. Rüber. Jetzt haben wir nur noch Aria. Und die kommt mit dem Schwertipp schon mal nicht hin. Schade, das wäre jetzt natürlich irgendwie cool gewesen. 44%, das ist zu wenig. Ah, hätte ich das vorher gesehen. Dann hätten wir einfach uns frei hingestellt und hätten die Granate zum Wind hin. Okay. Jetzt aber. Naja. Dann macht es uns aber nicht so schwer. Down it goes. So, jetzt müssen wir nur noch in den 2 Runden alle bis da hochbringen. Was, glaube ich, kein Problem sein sollte. No need to ask twice. Rolling out. Solid copy. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Tut sweet. Okay, dann gehen die zwei schon mal mit dem Firebrand. Ja, die beiden mit den Gremlins, die Spezialisten. So, letzter Rest. Closing on target position now. Copy that. Good to go. Und er kommt in der Runde. Oh, exakt bis dahin. Wunderbar. Gut, sind wir einigermaßen souverän durch. Blöd war nur das explodierende Auto bei Aria. Und das ist. Status bestätigt, Mission erfüllt. Dass es Ygritte da vom Haus runter gehaut hat. Wir sind auch wieder durchgekommen, obwohl wir hier wieder Chen gepult haben, die Gruppen. Aber es war jetzt auch gar nicht so eine schwierige Mission, wenn man die Gegner so anschaut.
Ja, von den Verwundungen, Ed 6 Tage, Sweezel 11 Tage, am schwersten verwundet hier Ygritte mit 23. Und Beförderungen haben wir auch. Dann schauen wir mal, was Aria wird. Auch Aria werden wir zum Phantom ausbauen, also zum normalen Speer, zum Scout. Und Mycella, die werden wir denselben Weg gehen lassen wie Ilaria. Sie wird also Kampfwecker und kriegt deswegen jetzt endlich das Gefechtsprotokoll, das ich vorher schon so vermisst habe. Neun Wissenschaftler haben wir, jetzt brauchen wir wirklich keine Wissenschaftler. Fünf Wissenschaftler reicht vollkommen bis zum Ende des Spiels. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz hier. Wie viele Ausfälle haben wir? Doch einiges an Ausfällen. Aber auch zwei, die bald wieder zurückkommen. Deswegen bin ich jetzt gerade mal überlegen, ob wir vielleicht zumindest kurzfristig hier einen rausnehmen. Ups. Na. Und den oben ins Lazarett reinstecken, damit der schneller geht. Schauen wir mal, wie lange wir den da reinstecken. Also was wird denn Sinn machen? Ja, hier, bis die draußen sind. Ja, 12 Tage ist ja ein bisschen lang. Bis die vier hier raus sind. So machen wir das. Bis Ed, Ilaria, Sam und Aria draußen sind und auch Wyman draußen ist. Und dann packt man den wieder raus. Also in 6 Tagen steckt man wieder raus. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir Vorräte. Was haben wir? Niedrige Kontaktkosten und Vorräte. Genau, und da war ich, glaube ich, beim Scannen letztens. Da gehen wir auch gleich wieder als nächstes hier. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Ja, wir können jetzt das Psi-Labor bauen. Habe ich auch dann ziemlich schnell vor. Sobald wir unten den Raum in der Mitte in der dritten Ebene ausgeräumt haben. Und wir können jetzt die Waffe für den Psi-Soldaten bauen. Aber da haben wir noch extrem Zeit. Und als nächstes will ich jetzt eigentlich den Widerstandsfunk holen. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, weil er auch nur 3 Tage dauert. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Ist sogar schon das nächste verfügbare. Sprich jetzt. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Jetzt können wir Funkrelais bauen und somit die Kontaktkosten dann reduzieren auf Kosten von diesen Relais, die dann wieder was kosten. So, Alien-Verschlüsselung, glaube ich, brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt gleich. Deswegen gehen wir jetzt als allererstes auf das Elerium Richtung Tier 3 Waffen und Tier 3 Rüstung. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Commander, wir können nun in allen Regionen, in denen wir Kontakt zum lokalen Widerstand hergestellt haben, Funkrelais errichten. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle sie in Ihr Quartier durch. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Hoffe ich natürlich auch. 210. Und Wachsamkeit und Alien-Code bald, okay. Und die Vorratslieferung natürlich. Das machen wir aber erstmal hier fertig. Okay, Kontaktkosten zur nächsten Region um 50% reduziert. Passt. Und die Vorratslieferung, ja, ich weiß, die holen wir uns jetzt auch schon als nächstes. Avenger berechnet neuen Kurs. Und wir haben eine Gasgranate bekommen, okay. Ja, nicht so prickelnd. Aber wir müssen natürlich gleich mal wieder was einstellen. Was wollen wir denn jetzt erforschen? Hier drin. Plasmagranate, unbedingt. Jo, Plasmagranate ist. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. Interessante Wahl, richtige Wahl, meine Liebe. Okay, jetzt sind alle zurück. Moment, halt. Müssen wir gleich mal das Scannen hier einstellen. Ja, das neue Personal interessiert mich jedoch nicht. Schauen wir nochmal schnell, aber es müsste genau das sein, was ich habe. Genau den Rest. Der Rest, der kann, was ist jetzt das überhaupt? Das ist Ygritte und das ist Rob. Die können es, die müssen es jetzt ohne Krankenschwester schaffen. Oder Pflege in dem Fall.
Und den stecken wir wieder hier unten rein. Hey, man. Wie schaut's, Putzfrau? Schön. Jetzt hätten wir hier auch die Möglichkeit, einen Kontakt herzustellen. Das werden wir wohl als nächstes machen. Wo habe ich jetzt hingeklickt? Schwarzmarkt? Okay, ich habe jetzt außersehen auf den Schwarzmarkt geklickt. Na gut, schauen wir heute mal nach, was er hat. Laservisier, Illyriumkerne würde er gern kaufen. Was verkauft er? Ja, das ist das, was ich genau falsch rum. Was könnte ich kaufen? Mal so fragen. Leutnant, Scharfschütze. Aha. Dann haben wir 405 haben wir. Wow, nicht schlecht. Geschwindigkeit, Wahrnehmung. Ich glaube, Wahrnehmung ist. Hier muss man nachlesen, was das ist auf Englisch. Also ob das das Treffsicherheit ist oder ob jetzt das Wille ist. Okay, aber sonst wäre das nämlich schon was, was ich gerne kaufen würde. Genau, jetzt machen wir erstmal hier an den Vorräten weiter. Na, jetzt. Avenger berechnet 9 Kurs. Ich habe zwei Versuche gebraucht. Das tun wir aber ganz schön lang hier am Scannen. Respekt. Plasmagranate ist schon fertig. Super. Jawohl. Das ist natürlich jetzt geil. So, was machen wir als nächstes? Fortschrittliche Sprengkörper. Das hört sich doch gut an. 75 Vorräte. 10 und 10. Das können wir uns leisten. Und Kerne haben wir sowieso genug. Was hätten wir denn sonst noch? Wir hätten noch die Schädelauswertung, die ist auch nicht so verkehrt, wenn wir die irgendwann mal machen, und das ist auch nicht schlecht. Aber vorher, glaube ich, machen wir das hier. Fortschrittliche Sprengkörper. Wir fangen unverzüglich an, Commander. Sie hören sehr von gut, mir, wenn Jane. Das Projekt abgeschlossen ist. So, machen wir hier weiter. Strategische Ressourcen. Tatsächlich 61 Vorräte uns geholt. Und jetzt das nächste ist auf jeden Fall hier den Kontakt herstellen. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. In einem Tag wird auch die Kommunikationszentrale fertig. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. So, da sind wir jetzt auch schon beim nächsten Einsatz. Nochmal kurz schauen, was wir hier am besten machen. 173 Vorräte. Und Informationskosten nicht ganz so wichtig, aber das wäre wichtig. Hier kriegen wir 104 Informationen und schaffen die Wachsamkeit ab, aber Schwierigkeitsgrad sehr schwer. Das glaube ich, werde ich nicht angehen, und hier kriegen wir einen Ingenieur, den will ich auch nicht. Das heißt, Westamerika wird in der nächsten Folge unser Gorilla-Einsatz sein. Die Mission heute war eigentlich ein rechter Erfolg. Wir hatten zwar kleine Verletzungen uns eingefangen, aber ich glaube, die sind schon alle wieder zurück. Sollte euch die Folge gefallen haben, dann lasst doch bitte ein Like da oder abonniert. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Und bis dahin immer meinem Motto folgen. Keep on rockin'!